Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Wir sind hier live beim Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wo sich die Teams auf die heutige Trainingssession vorbereiten. 1999 beendete die äußere Streckenwand, welche sich bei der letzten Kurve befindet, das Rennen für drei Formel-1-Weltmeister. Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve. Seit diesem Tag wird die Wand hier auf der Île de Notre-Dame in Montreal Wall of Champions genannt. Die wohl berühmtesten Kurven der Strecke sind die Biegungen 13 und 14, die eine schnelle Schikane bilden. Dabei werden die Curbs ordentlich abgenutzt und man kommt der Wand ziemlich nah. Erwischt man aber die Curbs zu hart, ist das Rennen gelaufen. Man sieht viele Fahrer, die Fehler bei der Einfahrt in die 13 machen und die Ausweichstraße nehmen, um nicht die Wand zu berühren. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. We'll be right back.
scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt, jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst.
Minuten setzt leichter Regen ein. 15 Minuten, bis leichter Regen einsetzt. Fertig.
jetzt bei 1,17,2. Alles bereit. Zeit auf P4. In diesen Kurven scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Kurve 3. Verständnis für diese Strecke zu haben.
Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Es wird 15 Minuten lang leicht regnen, dann setzt Starkregen ein. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ein Red Bull, Massa und Daniel Ricciardo. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück.
dieser Runde auch sehr gut ergangen. Thank you.
ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Das Rad.
Alles klar, das Programm ist abgeschlossen und wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück, dann sehen wir uns das mal an. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ricardo, Massa und Valtteri Bottas. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Es ist sehr verlockend, die letzte Schikane weit über den Seitenstreifen abzukürzen, aber ich würde es an deiner Stelle nicht riskieren. Viele exzellente Fahrer haben sich damit schon das Rennen verbockt. Vereinfach eine schöne, saubere Linie und achte bei der Ausfahrt auf die Bodenhaftung. Okay, ein neues Setup für dich. Motor.
Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Räikkönen, Bottas und Lewis Hamilton. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Hallo und willkommen am Circuit Gilles Villeneuve. Hier findet das heutige Qualifying für den großen Preis von Kanada statt. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Ist derzeit frei. Wir können loslegen. Alles klar. We'll be right back.
schnellste Runde.
Informationen zur Strategie und den Rennzielen aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Bildschirm für Strategie und Ziele zu navigieren. Bereit?
Benzin für eine Runde. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Alles fertig, wir sind bereit.
schnellste Runde. Gut gemacht.
Beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 16,4. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Red Bull, Hamilton und Felipe Massa. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Beim Blick aus meiner Kommentatorenbox erkenne ich eine sehr große, unglaublich aufgeregte Zuschauermenge, die gespannt auf ein unvergessliches Rennen wartet. 2007 errang Lewis Hamilton seinen ersten Sieg. Jenson Button holte hier den Triumph 2011 von der letzten Startposition. Hier, beim großen Preis von Kanada, fehlt uns bestimmt nichts an einem weiteren tollen Schauspiel. Wenn Sie ein schnelles Rennen suchen, dann sind Sie hier goldrichtig. 59% der 4,3 Kilometer langen Strecke sind mit Vollgas zu befahren. Und die Höchstgeschwindigkeiten gehen rauf bis zu 337 in der letzten Schikane. Doch dieses Tempo verlangt Disziplin und volle Konzentration in jeder einzelnen Runde. Denn Auslaufzonen gibt es nicht. Und wer zu schnell ist, den bestraft die Mauer. Die Strecke hier in Kanada ist sowohl bei den Fans als auch bei den Fahrern sehr beliebt. Wir haben hier schon oft Überraschungen erlebt und heute wird Stefan Römer neben mir Platz nehmen. Mir fällt gerade keine andere Strecke ein, die gegen Ende des Rennens so viel Spannung bietet wie diese hier. Gegen Ende des Grand Prix sind die Bremsen natürlich schon abgenutzt und das Wetter könnte sich geändert haben. Du musst also immer bis zur letzten Kurve hochkonzentriert bleiben. Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Mach dich so breit wie möglich. Fahr robust, aber fair. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Red Bull startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Massa, Vettel, Nico Rosberg und Raikkonen. Ricardo, Bottas, Perez und Jenson Button. Quert, Alonso, Nico Hülkenberg und Sainz Jr. Grosjean, Nasser, Pascal Wehrlein und Rio Hayanto. Gutierrez und Eriksson. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert.
Abstand zum Hintermann beträgt 7,1 Sekunden. Stoppfenster hat sich geöffnet. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 25,7 Sekunden. Daniel ist in der Boxengasse. Thank you.
Hintermann beträgt 9,6 Sekunden.
hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie.
haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Thank you.
kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Thank you.
Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden.
noch 6 Sekunden.
Abstand zum Teamkollegen 48,9 Sekunden. Sekunden.
Informationen zu Rosberg. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Thank you.
46,9 Sekunden.
wieder ein fantastischer Sieg für Red Bull. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Der Fahrer des Tages ist heute für mich Rio Haryanto. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war heute wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Thank you.